Meine Motive haben viel mit dem Verborgenen, den Verläufigen und Flüchtigen zu tun. Dinge, die klein und zart sind, so dass sie das gewöhnliche Auge oft nicht zu erkennen vermag. Für meine Themen gilt der Satz, mit dem sich Wabi-Sabi definiert. Größe findet sich in den unscheinbaren und leicht übersehbaren Details. So ist für mich nicht so wichtig, was man in meinen Bildern liest, sondern was sie ausstrahlen und inwieweit man sich in ihre Gefühlsatmosphäre einlässt. Mein Wunsch wäre, dass sie einfach in ihrer Unbestimmtheit schimmern, schweben und offen bleiben für das Spiel von Licht, Schatten und Reflexen, die sie aufnehmen und sie auf eine gewisse Weise ergänzen.
Dafür brauchen Sie einen Betrachter, der durch seine Beobachtung und Entdeckung selbst zum Schöpfer wird. Je mehr sich Dinge dem Nichts nähern, desto vollkommener und intensiver werden sie. Thank you.